Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario. Im letzten Part konnten wir ja noch den Goomba zurückführen in sein Dorf und haben jetzt Goombario in unserem Team. Ja. Und uns wurde aufgetragen, wir sollten nochmal zurückgehen ins Pilzhaus. Das machen wir jetzt am besten nochmal. Ja. Gut. Jetzt kann der freundliche Goombario uns noch einen Tipp über den geben. Moment. Das ist ein gewöhnlicher Tod. Er wurde vom Pilzpalast hierher entsandt. Er ist der Manager des Todhauses. Oha. Der Slogan des Todhauses ist erfrische Körper und Geist. Fühlst du dich müde, Dandy? Kann dich ein wenig Ruhe im Du wiederherstellen. Möchtest du ein Schläfchen machen? Ja, mach mal einfach mal. Mach es dir bequem und genieße deinen Aufenthalt. Wo ist Goombario hin? Wie geht Mario denn schlafen? Oh. Oh yeah! Hast du gut geschlafen? Oh yeah! Pass gut auf dich auf! Oh yeah! Oh yeah! Gut. So, der Goombario, der kann uns noch ein paar Infos geben über die Einwohner. Das ist Goombafort, hier lebt meine Familie. Hier gibt es auch ein Toadhaus neben meinem Haus, Gumbusse ab. Ja, ich wollte eigentlich, dass du was über deine Mutter sagst. Das ist Goombama, meine Mutter. Manchmal geht sie mir auf die Nerven, weil sie sich ständig Sorgen um mich macht. Aber ich liebe sie sehr. Sag ihr ja nicht, dass ich das gesagt habe. Ehrlich, Mario, versprich es mir. Ja, klar, du. Und was sagt es, sagst du zu deiner Schwester? Oh, runter. Das ist Goombaria, meine Schwester. Sie ist ein verwöhntes Gehör, aber trotzdem sind immer alle nett zu ihr. Warum nur? Warum nur? Jetzt hauen wir mal dagegen. Wow, erstes Item. Was hast du erhalten? Gumnus, ausgezeichnet. Was sagst du eigentlich zu deiner Oma und deinem Opa? Ich denke, du wolltest dich aufs Ohr legen. So schläfst du. Das ist Goomba, mein Großvater. Er weiß über viele Dinge Bescheid. Seit ich klein war, erzählt er mir fantastische Geschichten aus seiner Jugend. Jetzt bist du nicht mehr klein, oder was? Das ist Goomba, meine Großmutter. Ich hoffe, sie war 1000 Jahre alt. Sie ist die Größte. Wenn sie anfängt, alte Geschichten zu erzählen, sagt sie immer... Mhm. Als ich jung war, war ich sehr beliebt bei den Jungen. Ja. Ist jetzt eigentlich... Gefahr. Zu ihrer Sicherheit wurde der Zugang versiegelt. Ach so. Oh, wir können uns am Tisch lassen. Lalalala. Nicht auf die Vase. Oh. Lol, ich brauchte nichts drücken. Und was sagst du zu deinem Vater hier? Mr. Schnauzbart? Das ist gut, Papa, mein Vater. Er würde alles für uns tun. Auf ihn können wir immer zählen. Obwohl er gar nicht danach aussieht. Aber hast du gesehen, wie er nach dem Erdbeben die Reparaturen durchgeführt hat? Spätestens seit diesem Zeitpunkt weiß ich, dass er cool ist. So, was sagst du selber noch? Aber hast du gehört, ich gehe mit Mario auf ein Abenteuer. Du wirst stolz auf mich sein, Papa, ich verspreche es. Warte nur. Gib dein bestes Sohn. Du bist ein starker Junge. Ich weiß, dass du Mario eine große Hilfe sein wirst. Auch wenn du noch kein Schnauzbart hast. Gut, dass du so viel Zeit in dein Training investiert hast. Vielleicht wächst dir dann ein Schnauzbart. Und jetzt zieh los und erfülle deinen alten Goombapa mit Stolz. Und was sagt man da? Oh yeah. Oha. Ach ja, wir können ja kaputt hauen. Moment. Bam. So geht das. Problem gelöst. Ich habe das Gefühl, dass dir auf deinem Weg viele Hindernisse begegnen werden. Überlege dir jeden Schritt. Sei vorsichtig, aber bleib cool. Ein kühler Kopf denkt am besten. Oh, warte noch, Mario. Mir ist aufgefallen, dass du den Orden noch nicht trägst, den Goomba dir gegeben hat. Oh, nein. Der Orden hat keinen Nutzen, wenn du ihn nicht trägst. Du solltest ihn besser anlegen, bevor du dich auf den Weg machst. Oh, yeah. Ich glaube, ich sage das ein bisschen oft.
Ja, trage ich ihn jetzt. Ja, ich trage ihn jetzt. Voller Kraft auf einen Weg nach. Moment mal. Ah. Ah. Es ist ganz einfach, Mario, um nach Toadtown zu gelangen, folge einfach nur dieser Straße. Oh yeah. Vorsicht, vor Goombas. Was? Wie? Was? Hey Mario, während eines Kampfes kannst du die Reihenfolge, in der wir angreifen, mit Z verändern. Wenn du willst, kann ich zuerst angreifen. Mir macht das nichts aus. Vergiss es nur nicht, okay? Wo ist denn? Ah. Kopflos. Ach, so gefällt mir das doch. Das ist doch ein schöner rundenbasierter Kampf, wenn ich zweimal angreifen darf und der Gegner schon tot. Eben sah es aus, als hätte der Goomba Hände. Don't mess with me. Oh, was hast du erhalten? Pilz, ausgezeichnet. Ist ja allein auf Mr. Burns machen. Bringt uns nichts. Bam. Und Bam. Ja, ich weiß nicht, wie ich das anders kommentieren soll. Heftig. So, und jetzt hauen wir nochmal voll mit einem Hammer einen drauf. Und Bam. Und das hat gereicht. Und schon wieder hat er irgendwie so eine Hände. Oh, gegen den wollte ich jetzt eigentlich nicht kämpfen. Oh, zwei. Und Supersprung. Der ist schon mal weg. Und Kopfnuss. Yeah. Nein. Hau ihn weg, Mario. Don't mess with Mario. Was ist das für ein Ding? Jetzt wurde es manchmal gesagt. Oha. 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 Oh. Ich bin der Meister im Ausweichen. Oha. Im Flug getötet. Trifft der überhaupt? Wie hoch kann der denn springen? Nee, das ist ja geklaut. Und Hammer Time! Yeah! Oh yeah. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie lang der Weg ist. Oh nee, gegen dich möchte ich doch nicht. Ach ja. Okay, das Internetsystem muss ich erst nochmal hinterkommen. Aber das verstehe ich noch nicht so richtig. Mal gucken, ob der jetzt Kopfschmerzen kriegt. Oh ja. Dein Partner wurde verletzt. Hey. Ist er schon hin? Gut, der ist schon mal weg. Ah, Goombario ist auch wieder auf dem Posten. Aber Goombario kann doch nichts anderes. Deshalb Beschreibung des Gegners. Na toll. Moment mal, kann ich nicht. Nichts tun. Wow.
Ja, haben wir unseren ersten Game Over. Ich bin gespannt, was passiert. Mhm. Ist jetzt alles bis zu meinem letzten Speicherpunkt gelöscht, oder was? Ja, okay. Problem gelöst. Schritt. Cool bleiben. Ja, warte, Mario. Orden nutzen. Okay. Okay. Ich versuche jetzt mal den Kämpfen auszuweichen. Kann man den überhaupt ausweichen? Oh. Hey Mario. Ja, da ist neues, kann man ja Z3-Folge ändern und yeah. Oh yeah. Und oh yeah. Und jetzt noch Kubaria. Oh yeah. Oh ne, der lebt ja noch. Versager. So, jetzt hau drauf. Und Hammer Time. Okay. Ja, den versuche ich jetzt mal auszuweichen. Da. Wie weicht man den Gegnern aus? Ist doch nicht wahr hier. So, du bist schon mal weg. So, jetzt kommt Mario. Du gibst dem anderen Typ wieder eine Kopfnuss. Ja. Und Hammer Time. Okay. 42. Vorhin hatten wir auf jeden Fall 50. Nein, nein, nein. Boah. Den kann man doch gar nicht ausweichen. Noch völlig unmöglich. Ich muss mal gucken. Vielleicht schaffe ich es doch irgendwie irgendwann mal, die Kämpfe rauszuschneiden. Ja, alle auf Mario. Und Hammer Time. Whee. Und er ist down. Jetzt kommt Mario. Kopfnuss Time. Und whee, bam. Und er ist down. Okay. So, jetzt aber mal. Oh. Was soll denn das? Ich werde hier mal sterbe ich wieder. War doch ganz sicher dieser Kampf. Jetzt noch einmal Hammer Time. Hammer Time! Gut, der ist schon mal weg. Jetzt Kopfnuss. Okay. Oh, geschafft. Aber haben wir nicht... Was hast du erhalten? Pilz, ausgezeichnet. Ja, toll, wir brauchen ein bisschen mehr Heilung hier. Was gibt's hier? Du hast den Tugendnichtsorden erhalten. In einem Notfall gehen gegnerische Angriffe eher daneben. Ist ein Pilz, um dich zu erfrischen. Drücke, um den Pilz zu essen. Was hast du erhalten? Pilz ausgezeichnet. Ja, ich möchte gerne einen Pilz essen. Hey! Om nom 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 nom. Oh yeah! Nein, diesmal nicht. Oh, ich hab's geschafft. Warum habe ich diesen Pilz gegessen? Na gut, es lohnt sich auf jeden Fall. Hey!
vielleicht kommen wir ja jetzt schon nach Toad Town. Gut, da jetzt die Zeit davon läuft, lese ich den Text erst im nächsten Part vor und wir gucken, wer ihn sagt. Obwohl ich mir gleich denken kann, wer es ist. Also, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.